Moin Moin und willkommen zu einem weiteren Video zu Super Mario Maker 2. Es geht gleich wieder in die Super Mario World von Marble Run rein und dabei wünsche ich viel Spaß. So, Welt 4 abgeschlossen. So, Yoshi's Mushroom Cave. Aktuelle Clear Rate 1,9%. Hui. Also ich hab's vorhin schon gesagt, ne? Ich hab Zeit bis kurz nach 3. Also ich will jetzt gleich mal schauen, wie weit ich in der Super Mario World hier komme. Und wenn wir dann noch Zeit haben. Also ich will's mir auf jeden Fall mal anschauen. Aber wenn ich dafür länger dafür brauche, dann muss ich irgendwann einen Cut einsetzen. Machen wir es beim nächsten Mal dann. Jetzt wollte ich gerade schon wieder Yoshi. Achso. Habe ich mir gedacht, so, da haben wir doch bestimmt irgendwas Cooles. Jetzt muss ich erstmal wieder rüber. Alles klar, sehr gut. Checkpoint. Feuerblume. Ja, Moment. Ja, geh weg. Ach, das war so klar, ne? Ja, tschüss, Yoshi. Es war schön mit dir. So, aber jetzt mal ganz schnell an dem Hammerbruder vorbei. Ich hab's einfach schon wieder getan, ne? Ich hab den Panzer, die Shell habe ich einfach wieder mit meiner eigenen Flamme kaputt gemacht. Sehr schön. Koopa Cave. Okay. Durch die Röhre. Sehr gut. Ist ja nicht so, als wenn ich den eben gesehen habe, ne? Den guten. Naja. Ich hab's nicht anders verdient. Sind wir doch mal ehrlich. Was haben wir da unten? Ah, alles klar. Wo bin ich jetzt? Ach so. Ich dachte eben kurz, da geht's jetzt noch viel weiter da, auf der rechten Seite. Da haben wir einen Checkpoint, da geht's weiter. Oh ja, den kann ich gut gebrauchen. Ach Mist.
Ja. Ach komm. Ich wollte schon gerade sagen, ey. Ja. Die 30er Münze nehmen wir auch noch mit. Ist das Ziel? Ja, dann würde ich sagen, halten wir uns kurz, ne? Und beenden das Ganze. Copa Cave, ne, war es, ja, genau. 26 Sekunden der Rekord. Nicht schlecht. So, das nächste Wasserlevel. Mal gucken. Wie schwer dieses dann ist, The Dark Lake. Der Name klingt auf jeden Fall schon mal angsteinflößend. Alles klar. Das ist übrigens auch, ne? Also, und ich sag das jetzt nicht nur so, weil es gerade irgendwie passt, ne? Aber Wasserlevel, wie gesagt, ne, steht auf Platz 1 meiner, ja, Level, die ich nicht mag, ne? Was ich aber genauso hasse, ist, wenn ich nur dieses kleine Sichtfeld habe. Und wenn du dann das Ganze noch miteinander kombinierst, ja? Dann kriege ich ganz schnell Puls. Aber es hält sich noch in Grenzen. So, durch die Röhre. Okay. Würde ich sagen, schwimmen wir nochmal eine Runde, nicht? Münze. Nehmen wir mit. Jetzt frage ich mich nur, da ist ein Checkpoint. Ich wollte es gerade gesagt haben. Ich bin schon wieder dran vorbei, schwimme wie gerade eben. So, Pfeil nach rechts, Pfeil nach unten. Was mache ich denn jetzt? Ja, geh weg. Schnell rein da. So, da sind wir wieder am Ziel. Ja, wie eben schon gesagt, ne? Wasserlevel in Kombination mit dieser, mit der eingeschränkten Sicht. Aber es hatte ja doch ganz gut funktioniert. So, rein ins nächste Level. Monty Mines. So, da sind sie auch schon bereits. Checkpoint haben wir erstmal. Will ich gerade nochmal schauen. Ist da jetzt noch...
Aha. Na. Sehr gut. Den Fall, ne, habe ich schon gesehen, so ist halt nicht. Ich wollte jetzt nur noch mal checken, ob in der grünen Röhre jetzt tatsächlich nichts ist. Ah, so. Wo er noch irgendwelche komischen Sachen von mir denkt. Ah, geh weg. So, schnell das Ganze beenden. Bei sowas habe ich immer so ein bisschen Bammel, wenn ich dann wieder da durchrushe. Dass ich irgendwelche coolen Sachen übersehe, ne? Da habe ich immer ein bisschen Angst. So, ab zum nächsten Boss. Royce Bob-Omb Castle. Also Marble Run, wenn ich an dieser Stelle auch nochmal ein Lob aussprechen darf, die Namen der einzelnen Level, ne? Also, weiß nicht, viele geben da herzlich wenig drum, was jetzt auch jetzt nicht schlimm ist. Aber ich finde es dennoch immer bemerkens- und lobenswert natürlich, wenn sich Leute ein bisschen Gedanken machen, auch was die Namen angeht oder angehen. Ne? Daher... Na, geh weg. Ah, oh, nein. Das war zu heiß. So. Checkpoint haben wir schon mal in der Tasche. Schnell da rein. Hat manchmal echt lange gedauert, einen guten Namen für manche Level zu finden. Ja, das kann ich nachvollziehen, Marble Run. Ohne Witz. Und... Deswegen muss man an der Stelle einfach auch nochmal das Ganze, wie gesagt, loben und anerkennen. Weil ich sage sowieso, ne, ich bin die unkreativste Person auf diesem Planeten. Ja, das kann ich sagen. Und ich würde wahrscheinlich 10-mal länger brauchen, um auch nur ansatzweise auf solche Namen zu kommen. Also daher... Ah, geh weg. Nein. Ah, schade. Ich hab gedacht, da oben ist noch irgendwas. Geh weg. Na, Vorsicht. Nein. Spring da drauf. Bist du denn verrückt? Bist du denn verrückt? Jetzt muss ich aufpassen. Noch bin ich hier nicht fertig. So, schnell da rein. Yes. Sehr schön. Danke, Marble Run. Ja, und um noch jetzt mal darauf zurückzukommen, Marble Run, ne? Die Thematik mit den Namen finde ich ziemlich, ziemlich gut. Was ich halt auch immer schön finde, dass du jetzt ja auch in den Leveln ja immer
quasi jedes Level hast du ja ein bestimmtes Thema dann, ne, mit irgendeinem Gegner, sag ich mal. Jetzt gerade eben waren es ja die Bob-Ombs beispielsweise, ne, die da primär drin vorgekommen sind. Und das finde ich auch mal sehr, sehr angenehm. Ne? Also eigentlich kann man schon anhand des Namens, kann man sich schon mal grob vorstellen, was hier einem bevorsteht, sag ich mal auch. Ne? Und auch das gefällt mir sehr gut. So, Welt Nummer 6. Journey into Space. Es geht also hoch hinaus, wenn man so möchte. Er wird immer länger und länger und länger. So. Ja, ja. Schnell hier rüber. So. Der Kettenhund. Ach so, ich frag mich jetzt, ist da unten noch irgendwas, oder? Warte mal eben. Wir gehen mal auf Nummer sicher, ne? Nehmen mal den Panzer mit. So. Sehr gut. Oh, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. So, schnell rein da. So, wo stehen wir eigentlich? Bei 94 Leben. So, wir machen weiter. Checkpoint, sehr schön. Boah, ey. Ah, das war klar, ne? Das war klar, dass du jetzt genau dahin gehst, wenn ich dahin springe. Was anderes könnt ihr auch nicht. Oh, Moment. Ja. Ja, okay, das war jetzt blöd. Ich gebe es zu. Ich gebe es zu, das war ziemlich blöd. Aber nee, komm, ganz ehrlich. Mach es einfach so. Sicher ist sicher. Journey into Space. Oh, kann das sein, dass wir jetzt das erste Mal jemand anderes hatten mit dem Weltrekord? Ich glaube ja. Piranha Skies. So, wir können jetzt wieder ganz normal fortbewegen. Oh, ach komm. So. Alter Verwalter hat alle Weltrekords bis W5, okay? Ja, Marble Run, also ich sag, ne, also wenn ich hiermit fertig bin, die Tage werde ich auch nochmal versuchen, an mindestens einem Level mir mal einen Rekord zu gönnen. Aber wenn alter Schwede da schon so hart am Stissen ist, da muss ich ja mal gucken. Sleepy Hollow, grüß dich, moin moin. So. Sleepy Hollow, für dich zur Info. Du hast ja gerade eben eine ID reingeschrieben. Wir müssen mal schauen, wie lange wir noch jetzt gleich hier unterwegs sind. Ich müsste so gegen 3 Uhr einpacken. Ich hätte nämlich noch ein Level sonst von Crazy Burn, das ich mir vorher mal angucken wollte. Dann müsste ich eigentlich auch schon wieder los. Aber
Ich würde mir gerne dein Level oder deine Level sonst beim nächsten Mal auch gerne anschauen. So, erstmal hier kurz, ne, das ganze gegenchecken. Man kennt das ja. Ne? Man kennt das ja. So. Da oben irgendwas? Nein. Nein, 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 nein. Oh, Moment. So, Vorsicht. Ah, wir machen es einfach mal so. Hoppala. Hey, du wurdest getroffen, ja. So, schnell beenden. Das ist mir sonst zu gefährlich, das Ganze. Piranhas, guys. Du hast ja gerade geschrieben, Marble Run, ne? Das alter Verwalter war das, ne? Bis Welt 5 alles hat, okay. Das heißt, wir werden jetzt andere Leute dann teilweise mal sehen. Und da, Leute, da haben wir es. Das erste Geisterhaus-Level. So. Marble Run, jetzt kommt's drauf an. Jetzt kommt's drauf an. Ghost House of K-Coins. Ich hab's vorhin schon gesagt. Eine Super Mario World steht und fällt mit einem entweder guten oder schlechten Geisterhaus-Level. Bitte ein Feedback zu dem Level, das kommt auf jeden Fall. Also erwarte jetzt bitte keine krassen Verbesserungsvorschläge oder dergleichen. Wie ich schon gesagt habe, ich bin ganz schlecht in sowas, ne? Sehr gut. Ja, ich warte nochmal eben. Das Gefühl, dass die... Ja, okay, sie kommen alle langsam runter. So, da ist ja ein Aufschalter. Da ist die erste rote Münze. Den Schlüssel haben wir auch. Okay, aber der Part gerade eben, der hat mich auf jeden Fall schon mal gecatcht, Marble Run, das kann ich sagen. Jetzt weiß ich gar nicht, was hab ich vorne irgendwas gehabt? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber irgendwas müssten wir ja vorne gehabt haben. Ach, hier unten, der Mancha natürlich. Was denn sonst? Ah. So, die Buhus dürfen natürlich auch nicht fehlen. Trampolin nehmen wir mit. Ich bin doch gerade da hochgegangen, oder nicht, oder? Ah, Moment. Ja, da sind wir safe, sehr gut. So. Trampolin, ne? Immer schön mitnehmen. So, wir sind eben oben her, ne? So, wir verabschieden uns vom Trampolin. So, jetzt bin ich mal gespannt. Haben wir irgendwo gleich die... Feuerblumen, meint man gerade eben. Ach so, nee, wahrscheinlich, ja klar, das ist dann die Liane hier, ne? So, wo ist die Feuerblume? Ah, das ist hier doch sehr gut.
So, und jetzt kommen wir da auch hoch. Sehr schön. Damit haben wir alle Münzen. Checkpoint. Rein durch die Tür. Moment mal eben. Wer hat hier noch einen Schlüssel? Wer von euch hat hier noch einen Schlüssel? Ist doch gerade eben irgendwas da oben, oder? Hm. Ach komm, Brian, was machst du denn, Junge? Die Frage, ne? Haben wir jetzt einen versteckten Block irgendwo mit einem Schlüssel? Also, Marble Run, ne? Nichts sagen. Es gibt zwei Wege zum Ziel. Ach so. Ich hatte, das wäre jetzt noch ein Bonusraum, den ich da noch hätte. Wahaha. Weil ich war ja jetzt schon am Ziel, ne? Ich dachte, jetzt ist einfach jetzt nur noch mal... So ein krasser Bonusraum mit ganz vielen Extra-Leben. Aber wo ist die zweite Tür? Also die rote. Wie gesagt, da muss ich darauf antworten. Das ist, muss das sonst selber nochmal herausfinden. Na komm, wir beenden das Ganze mal. Ich wusste nicht, wie ich es sonst hätte bauen können. Ah, okay, alles klar. Okay, okay. Im dunklen Bereich. Okay, okay, okay. Ja, aber hat ja auf jeden Fall Bock gemacht. Dieses eine Element, ne, was wir am Anfang hatten, da wo die roten Blöcke bzw. blaue Blöcke waren, ne, wo du erst da runterfällst, ne, das ist halt immer so. Das catcht halt, ne, in so einem Geisterhaus-Level. Das ist. Also wenn man davon noch ein bisschen was einbauen würde, könnte, das. Aber es war auf jeden Fall ziemlich cool, also gar keine Frage. Und was man natürlich machen könnte, wenn du jetzt die Super Mario Welt hast, vielleicht noch ein, zwei weitere noch reinbauen, ne? Das wäre natürlich... Das würde die Mario World nochmal entsprechend aufwerten. Aber so, wie gesagt, hat auf jeden Fall Bock gemacht, das zu spielen. Swinging in the Clouds. Ah, der Hammerbruder. Geh weg. Nö. Mein schlechtes Level, wie ich finde. Meinst du das jetzt hier, Marble Run, oder was? Was mache ich, ey? Ja, genau das, okay. Ja. Ah. Ist doch ganz spannend. Ich weiß gar nicht, was du hast, Marble Run. Also. Halbwegs entspannt. Ja, okay, ich weiß aber, was du meinst. Vielleicht ein bisschen kurz geraten. Das wäre jetzt so. Aber das Element mit den Greifhaken ist doch alles easy. Ist doch alles jupti-jupti. Wie gesagt, wenn vielleicht ein bisschen länger machen, aber tja. So, nächster Boss, Leute. Ludwigs Bullet Bill Castle. Oh, das sind auch schon... die Kugel Willi, sehr gut. Ja. Nein, was mache ich? Okay, das war schlecht. So,
So, mal schauen, ob ich hier an dem ersten Kugelwilli jetzt vorbeikomme, ohne Schaden zu nehmen. Geh weg. So, die Münze nehmen wir mit. Sehr gut. Feuerblume. Ja, wir sind noch sicher, das ist schön. Ach komm. Nein, geh weg. Ich bin die ganze Zeit... Ah, okay. Ich dachte, da ist nichts mehr da unten. So, komm. Wir warten auf dich. Sehr gut. Ja, komm, wir gehen mal durch die Röhre. Da ist er doch. Geh weg. Komm runter. Also Marble Run, vielleicht hier nochmal auch ein kleines Feedback an dieser Stelle. Vielleicht wird es Sinn machen, wenn du da noch ein bisschen extra Spice reinbekommst. Wenn du anstatt die schwarzen Kugelwillis, die ja da oben vor sich hin fliegen, wenn du dafür einfach mal die roten nimmst. Wer weiß. Das wird das Level halt ein bisschen schwerer dann auch machen, ne? Also die roten Kugelwillis, die halt einem hinterherfliegen, sage ich mal. Also langsam bewegen wir uns ja Richtung Ende hin, ne? So langsam. Und ich sage immer, gegen Ende hin, dann kann es wirklich ein bisschen... Dann kann es auch ein bisschen anspruchsvoller werden, auf jeden Fall. Ich wollte es ursprünglich machen, aber dachte, dass es sonst zu schwer wird. Ja, du kannst ja mal gucken, ne? Du hast ja jetzt auf beiden Seiten sonst die Kugelwillis gehabt, ne? Du kannst ja einfach mal checken, wie sich das so verhält, wenn du auf beiden Seiten jetzt die roten hinmachst, die halt einem dann hinterherfliegen. Das ist schon definitiv eine andere Hausnummer, das weiß ich. Aber sonst machst du einfach nur erstmal einen, sonst guckst mal, wie sich das so verhält, ob das noch irgendwie in einem Rahmen ist. So. Meine Lieben, das ist die letzte Welt. Ich muss gerade schon mal einen Blick auf die Uhr werfen. Wir haben jetzt kurz vor drei. Also die kriegen wir noch sicherlich durch. Dann würde ich nochmal ganz kurz das eine Level von Crazy Burn nochmal angehen. Danke fürs Feedback. Sehr gerne, Marble Run. Aber wie gesagt, ne, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Ahnung von dem Spiel. Ne? Es ist... ne? Wenn du zufrieden mit dem bist, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Alles gut. Dry Bones Cave. Da sind sie, die Knochen trocken. Wisst ihr, was ich gerade machen wollte? Ich wollte gerade diesen Spin-Jump in der Luft machen, den du halt bei New Super Mario Bros. Machen kannst, so wie ich das gerade eben gemacht habe. Aber das kann ich natürlich bei dem Thema, kann ich das natürlich vergessen. Köpfchen einschalten, ne? Schaden kann's ja nicht. So, jetzt will ich ja gerade mal... Ach komm! Hammerbrüder, ne? Ey, die gehen mir auch so auf den Senkel. Ich hab sie schon als Kind, hab ich sie gehasst.
Heute ist es nicht viel besser, das kann ich euch sagen. So, Checkpoint, sehr gut. Haben wir schon mal eine Sorge weniger. Ah, da ist er wieder, sehr gut. Ah, geh weg. Ja, komm, wir rushen einfach durch da. Leider wieder weniger gesehen, dadurch, dass ich wieder hier so schnell durchlaufe. Ich glaube, viel haben wir aber auch nicht verpasst. Aber nehmen wir natürlich gerne mal so mit. Ich wundere das gerade ein wenig. Ich dachte immer, du hast mehr Deko drin in deinen Level Marble Run. Also Marble Run hat ja auch noch ganz andere Level, ne? Also das eine, was ich ja gespielt habe letztes Mal, dieses Platforming, das ist ja gar nicht hier drin, ne? Lava Bubble Lake. Oh nein, was mache ich? Ich bleib mal hier oben stehen, ne? Wenn das ausreicht. Ja, okay. So. Schnell. Ach so! Muss ja wieder zurück. Ich will es mal machen wie gerade eben. Ich darf halt nur nicht jetzt noch zweimal die Sprungtaste gleich drücken. Sondern nur einmal und dann sollte das eigentlich auch kein Problem sein. Nee. Als ob ich das Spiel das erste Mal spielen würde, ehrlich. Na! Ist noch ein Checkpoint? Ah, da, sehr gut. Also ich warte mal eben. Ah, nee, ich warte doch nicht. Ah, alles gut. Alles gut. So, rein da. Da oben war noch eine Münze, oder? Ja. Aber auf jeden Fall einiges liegen lassen. Was jetzt nicht, sag ich mal, notwendig war, ne? Aber gut. Da steckst du manchmal nicht drin. So, was machen wir denn jetzt? Wir könnten über die Röhre oder dann das untere Level. Aber auch, wie vorhin schon gesagt, wir schauen uns eh alles an, daher. So, okay. Ja, da oben ist nichts mehr, alles klar. Ah! Oh. Jetzt irgendwas? Ah, ne. Das brauche ich scheinbar, ne? Ja, genau.
Ah, komm. Mhm. So, da brauchen wir einen Schlüssel. Ach komm. Ich hätte eigentlich damit rechnen können, dass da ein versteckter Block ist, ne? Hätte ich ja mit rechnen können. Aha. Der gute Bum Bum. So, zack, auf Wiedersehen. So, schnell darüber, das Ganze beenden. Sehr schön. Das Level hieß ja auch Boom Booms Tower, ne? Ich war gerade so überrascht, warum auf einmal der Boom Boom da antanzt. Wer lesen kann, ist natürlich auch da mal wieder im Vorteil. So, wir gucken uns natürlich jetzt das noch an, bevor wir zum Endboss gehen. Bowser Jr.'s Castle. Der fehlt natürlich noch, ne? In der Reihe. Der gute Bowser Junior. Checkpoint. Achso, Moment. Wir machen das idealerweise so. Ah, nein. So, nächster Checkpoint, oder ist er doch? Der gute. Ah, nein. So. Ja. Nein, 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 nein. Oh, es ist eine Flamme drin. Das kann ich auch vergessen, oder? Ach komm, ey. Ach. Geh weg. Komm! Oh, oh, oh. Ich wusste gar nicht, dass es mit der Flamme geht. Das war mir bis gerade eben auch. Doch, wobei, ich habe es schon ein paar Mal gesehen. Aber ganz ehrlich, was für ein Glück muss man da haben, dass genau dann die Flamme da reinspringt. Wow. So, jetzt. Komm, noch einmal jetzt. So, es gibt das Ding daher. Menschenskinder, ehrlich, ey. Du kannst auch auf ihn draufspringen, ja.
Aber danke für den Hinweis auf jeden Fall. Ja, doch, doch. Wie gesagt, wir haben es ja eben gesehen. Springen geht ja drauf. Aber irgendwie hat es jetzt gerade in meinen Fingern gejuckt, das ein bisschen Style zu machen. Aber sehr schön gemacht, Marble Run. So. Endboss. Bowser's Castle. Finale. Jetzt dürfen wir aussuchen. Wir nehmen mal die rechte Tür. Okay. Da ist ja die Frage, ne? Gibt es mehrere Türen? Scheinbar ist es nur eine. So, wir gehen nochmal zurück. Ja, Moment mal eben. Komm nochmal runter. Aha. Alles klar. Ich will Englisch schreiben und schreibe Finale. Das ist okay. Marble Run, das ist vollkommen in Ordnung. So. Alles klar. So. Jetzt geht's um die Wurst. Glaube ich. Ah, da ist er doch, der Gute. Ah, geh weg. Ach, Mist. Ah. Aufpassen. Ach, nein. Ach, komm. Oh, der kommt. Der kommt zur richtigen Zeit. Ah, geh weg. So, ich will sicherheitshalber auch mal eben einen Pilz mitnehmen. Weiß er jetzt nicht, was da noch kommt. Okay. Ist da oben noch irgendwas? Ja. Okay. Sehr, sehr schön. Ja. Heute, ne? Was soll ich da sagen? Was soll ich da sagen?
Da. Herrlich. Vielen Dank fürs Spielen. Ja, Marvel Run, vielen Dank fürs Einsenden. Ja? Sehr schön gemacht. Du hast dich ja gerade eben auch schon mit Crazy Burn, das habe ich ja beobachten können, ein klein wenig ausgetauscht, ne? Von mir kannst du halt leider nicht allzu viel wahrscheinlich hilfreiches Feedback verlangen in der Hinsicht. Wenn ich halt irgendwas hab, ne, ich hab's ja gerade eben gesagt, beispielsweise die Geisterhaus, Geisterlevel, Geisterhaus-Level, ne? Da würde ich halt vielleicht noch hier und da noch so ein oder zwei Level noch mit reinpacken. Ich glaube, Crazy Burn hatte das Thema mit der Deko beispielsweise vorhin, ne? Der eine achtet da drauf, der andere weniger. Also ich achte da jetzt weniger drauf, prinzipiell, ja. Aber ich kann prinzipiell nachvollziehen, was Crazy Burn da auch meint. Aber hat auf jeden Fall Bock gemacht, ne? Klassische Mario-Level. Das ist ja das, was wir alle gerne spielen wollen. Und das habe ich jetzt auch an der Stelle bekommen. Also dafür nochmal vielen Dank, Marble Run. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ich sag ja, ne? Ich werde die Mario-Welt werde ich auf der Switch vor meinem Vater. Da werde ich das Ganze nochmal draufschmeißen. Dann kann er nämlich auch nochmal das ein oder andere Level sich anschauen.